Frau Präsidentin, Herr Minister, der quatscht schon wieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss ja heute leider von der Tribüne aus zu Ihnen reden, da sich die Bundesregierung dazu entschieden hat, die Spaltung zwischen Geimpften und Ungeimpften, Gesunden, wie ich einer bin, verstärkt weiter zu betreiben. Aber diese Art von gesellschaftlicher Ausgrenzung kennen wir ja leider auch in der Landwirtschaft. Ja, seit vorgestern sind wir mittendrin in der neuesten professionellen Schmutzkampagne gegen die moderne Landwirtschaft. Losgetreten natürlich wie immer von den Grünen durch die Veröffentlichung des Pestizidatlas von ihrer politischen Stiftung. Dieses Dokument bedient ideologische Vorurteile und dient ausschließlich der Desinformation. Die enthaltenen Zahlen und Daten würden der wissenschaftlichen Studie oder Überprüfung nicht standhalten. Aber um Fakten geht es ja den Grünen ja überhaupt nicht. Das ist ja wie beim Klimawandel oder bei der Corona-Krise, geht es ihnen nur um Stimmungsmache. Und in dem Fall trifft es halt die heimische Landwirtschaft. Es wundert ja auch nicht, dass die grüne Umweltministerin, also liebe Landwirte, tut mir leid, Umwelt und Landwirtschaft in grüner Hand, diese Fake News sofort begrüßt hat. Besonders skandalös ist ja auch, dass mittlerweile staatliche Behörden wie das Umweltbundesamt an solchen unwissenschaftlichen Stimmungsmachen beteiligt sind. Hört Sie mir, bei einem Amtsantritt haben Sie lautstark betont, dass Sie der oberste Anwalt der deutschen Bauern sein wollen. Naja, da nehmen Sie ja grundsätzlich beim Wort, aber dann muss ich Sie ja auffordern, dass Sie sich scharf vor der Schmutzkampagne Ihrer eigenen Partei distanzieren und sich schützen vor die deutsche Landwirtschaft stellen. Denn eins muss uns allen hier klar sein. Im 21. Jahrhundert ist eine Landwirtschaft, egal ob konventionell oder ökologisch, wir sind nicht die, die den Spalt irgendwo reintreiben. Wir brauchen alle ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln undenkbar. Denn nur dank Pflanzenschutzmittel haben wir Ernte und somit auch Ernährungssicherheit. Ein Verzicht oder Verbot würde die Versorgung der heimischen und regionalen Lebensmittel massiv gefährden. Das müssen Sie dann den Menschen aber selbst erklären, was das für ein Land ist, für Deutschland bedeutet, das ja heute schon Nettoimporteur von Lebensmitteln ist. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist bauernfeindliche Stimmungsmache wie diese, die die Mitverantwortung dafür Sie tragen. Und immer weniger Bauern wollen überhaupt noch Bauern bleiben. Junge Hofnachfolger überlegen sich angesichts solcher fehlender Wertschätzung, ob sie nicht einfach einen anderen Job annehmen, wo sie 30 Tage Urlaub haben und ein vernünftiges Geld verdienen. Aber da sollten eigentlich, so wie jetzt die Vorredner gehört haben, egal von der SPD oder von der Union, die Alarmglocken bei allen schrillen. Dazu kommt auch der immense wirtschaftliche Druck. Sie haben es angesprochen, Sie wollen mehr verdienen oder sollen mehr verdienen, der auf bäuerliche Betriebe lastet. Denn jedes Jahr schließen 10.000 Bauernhöfe. Lob und gute Worte, wie Sie es jetzt gerade gemacht haben, werden daran nichts ändern. Denn Sie werden daran gemessen, ob Sie die Regeln noch weiterhin verschärfen und somit das Höfesterben vorantreiben. Und wenn Sie dann das Höfesterben vorantreiben, dann werden auch die ländlichen Regionen, wie Sie sie so hoch gelobt haben, aussterben. Denn ich komme von der ländlichen Region. Wir haben noch sehr viele Landwirte, aber die sind nicht glücklich mit Ihnen als Minister. Wir als AfD werden auf jeden Fall auch in der Legislaturperiode fest an der Seite der deutschen Bauern stehen und uns für gute, wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen in der deutschen Landwirtschaft einsetzen. Denn Heimat braucht Bauern und Umweltschutz, Landwirtschaft und Tierschutz ist nur mit der AfD möglich. Dankeschön, meine Damen und Herren.